Hallo und herzlich willkommen zum 22. Türchen des Let's Play Forum Adventskalenders aus dem Jahre 2020. Und ja, heute gibt es ein Gedicht von mir, selbst höchstpersönlich geschrieben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das Jahr geht zur Neige, wer hätte das gedacht? Gamerinnen und Gamer, was haben wir gelacht, was haben wir geweint und uns gefreut? Cyberpunk erscheint vielleicht heute. Das Krisenjahr, das ist doch klar, überlebten wir ohne Kommentar. Social Distancing geht doch leicht, wenn man die Gamescom streicht. Viele Hypes gab es dieses Jahr. Valorant blieb nur im Juni gar, Fall Guys macht im Sommer heiß. Crusader Kings erfordert viel Fleiß. WoW bekam ein neues DLC, keine Tage mehr ohne den PC. Mit Microsoft, da fliegt man gut, für Half-Life braucht man jetzt einen Hut. Welchen Hype ich nie vergessen werde, ist der mit Sus sein in der Herde. Kleine bunte Männchen auf einem Schiff, Panik, wenn man sich verpfiff. Manche sind immer wieder Sus, ohne dass man etwas sagen muss. Doch was red ich für einen Stuss, das Raten ist immer ein Genuss. Ja, das war dann auch schon das 22. Türchen und ich möchte jetzt natürlich noch einmal abschließend möchte ich euch eine ruhige und besinnliche Zeit wünschen, vielleicht mit ein bisschen Schnee, das wäre ja schön dieses Jahr endlich mal wieder, die Prognosen stehen gut, dass auch ein bisschen Schnee über die Feiertage zu uns kommen wird. Und ja, das Jahr war sicher kein einfaches für viele, für alle, aber ich denke, das nächste Jahr wird doch hoffentlich entspannter, wird hoffentlich wieder ein Ticken mehr Normalität, je nachdem, wie man Normalität natürlich definiert. Und bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Bis dann.